Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Scream. Ach, Hennig, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, meine lieben Freunde, heute wieder drei wunderschöne Kreationen. Einmal von Clocky, und zwar hier ein Sportauto. Dann haben wir ein Jurassic Park Jeep von Harmony. Und ein Panzer, der richtig cool aussieht. Der gefällt mir richtig. Sieht richtig, richtig cool. Da bin ich auch mega gespannt. Man sieht hier, er hat hier diese Ketten benutzt, die ich damals konzipiert habe. Ich glaube, ich habe die sogar so hochgeladen. Die konnte er wahrscheinlich... Oder vielleicht hat er es auch selber entworfen. Das konnte, obwohl hier sind auch die Stoßdämpfer drin. Ich glaube, er hat meine Federn benutzt. Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von Linux. Ja, schön. Dann würde ich sagen, schauen wir uns diese wundervollen Kreationen an. Bevor ich es aber diesmal vergesse, wie die letzten paar Male... Jedes Mal denke ich dran, ich muss das heute machen und doch vergesse ich es jedes Mal. Und zwar grüßen, liebe Leute. Ich habe einige zu grüßen, die schon auch etwas länger drauf warten. Und zwar Craftstorm ID, Sci-Fire, Master TV, U-Hut, U-Hut, also U und dann Hut. Finlay Stout, Maxim 342, Taipan Hamsterik, Chaos Fire XD, Matthias 9999, Timo Groß, Kasi Flausch, Felix S, TTTVTV, Nico Kran, Nick LMC10, und zwar der Niklas ist das, die Bros 007, FDK DG, Edgar Rainer 007, Nick Dark Esteban, Finlay, The Blackstone und David Cool. Ja, euch alle, hallo, hallo, ihr seid hiermit offiziell von Xaro gegrüßt worden. Okay, legen wir los. Ja, ein Tag vor Folge 800, liebe Leute, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, morgen 800. Folge, wenn nicht, dann weiß ich ja nicht. Auf jeden Fall freue ich mich mega drauf, denn es gibt wieder was zu basteln für euch und passend zum Thema Weihnachten, aber lasst euch morgen überraschen. So, jetzt schauen wir uns mal diesen wunderschönen Sportwagen von Glocky an. Oh, fette Boxen hinten. Okay. Hat er was gepiepst? Ich dachte, der hätte irgendwas gepiepst. Sportlenkrad, alter Schwede. Sitzt da auch mega geil. Ein bisschen sehr weit rechts, finde ich, oder? Na, schauen wir mal. Okay. Oh, der Knopf ist nicht verbunden. Ja gut, das macht nichts. Kann man ja auch von außen wieder zumachen. So, schauen wir mal von vorne. Felgen, Ultra. Optik vorne. Sieht amerikanisch aus. So jetzt sieht es ein bisschen irgendwie vergeudet aus vom Platz her. Aber wenn man es so anschaut, sieht es ziemlich geil aus. Also ein bisschen Blick mit den Lampen so drin. Es sieht ziemlich, ziemlich wuchtig und gut aus. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht irgendwie hier vielleicht eine kleine Aussparung machen hätte können. Also hier eine andere Blockgröße als hier. Beziehungsweise ab hier schon. Dass du hier vielleicht... Das sind drei, ne? Dass du hier vielleicht schon vier und dann eins oder so. Ich weiß nicht, dass hier so eine kleine Kante hier reinkommt, weil so sieht das jetzt ein bisschen... Bisschen zu clean aus. Aber ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Auch hier, wenn du schon mit Polygonen, hättest du vielleicht auch eine abflachende... Also es gibt ja diese Schräge, die nach oben geht und abflachend ist. Das hättest du vielleicht da verwenden können. Aber wenn man sich so anschaut, sieht es schon ziemlich cool aus. So sieht es ein bisschen zu steril aus irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber es ist nur mein Gefühl oder meine Meinung, mein Geschmack. So, Spiegelhammer. Ja. Spiegel sind meistens auch eher unwahrscheinlich unter dem Fenster, weil so sieht man nichts. Ja, also wenn ich da drin sitze... Habe ich hier erstmal eine Wand und dann kommt der Spiegel. Das ist unwahrscheinlich. Der Spiegel ist meistens auf Fensterhöhe, also unterste Fensterreihe. Also wenn dann hier. Das Heck. Ah, fette Diffuser, der wahrscheinlich nichts bringt, wie bei den echten Autos auch meistens. Haben einen geilen Diffuser hinten, aber bringt nichts. Sieht aber cool aus. Auspuff ist auch nice. Heck ist auch ziemlich cool. Sehr wuchtig, sehr bullig. Von der Länge her würde ich jetzt auch sagen, passt soweit.
Motorhaube hätte vielleicht ein Tick länger sein können. Aber wenn ich mir das so anschaue, hat man das Gefühl, dass die Motorhaube fast, also sie ist nicht kürzer, aber sie sieht fast kürzer aus als das Heck, ne? Weil man denkt, ab hier ist das Heck. Deswegen, Motorhaube könnte 1-2 Blöcke länger sein. Na, Reifen würde ich hier lassen, wo er ist, hier nach vorne weg. Vielleicht sogar eins nach vorne rutschen, wenn es möglich wäre. Und hier ab der Säule 1-2 Blöcke noch geben. So würde ich es wahrscheinlich machen. Aber ob es besser aussieht, weiß ich so jetzt nicht. Okay, und ansonsten, ja, hinten eigentlich ziemlich cool. Hier fehlt noch was. Ich finde, hier sollte noch so ein schöner kleiner Spoiler sein. Schauen wir mal hier rein. Okay, hat er das genauso gemacht? Okay, ja gut, kann man so machen. Ja, Spiegel geht meistens mit der Tür mit. Vor allem, wenn du schon auf Türebene das machst, hättest du das vielleicht damit rein verbinden können. Ansonsten wirklich einfach hier oben an den Rahmen festmachen. Aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. So, was haben wir hier? 2 ist Hupe. 3 ist Blinker. Haben wir ein synchrones Blinkerchen? Ja, Hammer. Oder? Ja, Hammer. Sehr schön. Licht. Oh, das sieht natürlich nochmal geiler aus. Ja, das ist auch ziemlich cool hier. Hat er seinen Motor hinten? Die Reifen. Dieses Verwaschene sieht ja lustig aus. Ja, fährt sich ganz gut. Nicht zu übertrieben, ne? Nicht zu schnell. So würde ich jetzt sagen, hat er so ein bisschen eine Form von El Camino. Muss ich sagen. Also hinten mit der Scheibe so, ne? Das sieht so aus, als wäre das ein Pickup. Also so ein El Camino. Ein kleiner Pickup. Ich finde auch, dass er zu sehr in der Mitte sitzt. Weil er müsste ein, zwei nach außen. Aber das ist alles Geschmackssache. Innen sieht ziemlich cool aus. Boah, fährt dahin, wo man hinlenkt. Bisschen langsam von der Lenkung her. Vielleicht. Das könnte eventuell. Also vor allem bei hohen Geschwindigkeiten, also leichtes Untersteuern bei hohen Geschwindigkeiten. Jetzt würde ich spontan sagen, entweder vorne zu leicht oder zu viel Leistung. Wir haben es gemacht. Wir haben einen Motor. Okay. Ich nehme jetzt mal vorne die Achse raus. Gucken wir, dass wir den auch so auf Geschwindigkeit kriegen. Er fährt jetzt nicht so schnell wie eben vorhin mit dem vorderen Antrieb. Aber ich finde, er lenkt sich so schon mal besser. Aber wir haben. Oh, mit Bremslicht. Gut. Gute Arbeit. Nicht schlecht. Wie hast du das gemacht? Motor wahrscheinlich. Oder? Ah. Ha. Da ist ein WASD-Dings. Logigeld, genau. Das ist klug. Auf die Idee bin ich jetzt noch nicht gekommen. Klar. Mit S dann hat man einfach die Bremse. Super kluge Idee. Also das zeugt von Intelligenz. So. Okay, ich mache jetzt mal, Typ, Motor, ich klatsch den jetzt einfach mal hier hin, ne? So, mit dem Sitz verbinden, Motor ein bisschen einstellen, ich weiß jetzt nicht, welche Stärke du da eingestellt hast, schauen wir mal, so, dass er ein bisschen mehr Speed kriegt, ne? Wichtig ist immer vorne, wenn du Allrad machst, vorne weniger Kraft als hinten. Okay, man merkt, das ist ein schweres Fahrzeug. So, genau, jetzt haben wir vorne auch kein Wheelspin mehr. Hinten ganz leicht. Ja, er hat wieder Untersteuern.
Machen wir mal eins weniger. Ja, so ist besser. Ist nicht ganz so einfach. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das an den Reifen liegt vielleicht auch. Oder hat der zu wenig Platz da vorne? Ich weiß es nicht. So sieht es jetzt nicht aus, als hätte er zu wenig Platz. Aber irgendwas stimmt nicht mit der Lenkung. Also er fährt... Bei langsam hier, auch wenn ich hier so, ne? Das merkt es richtig. Manchmal bleibt der Reifen stehen, so ein bisschen. Der kommt da irgendwo dran. Ich weiß nicht wo. Aber ich glaube, aus dem Grund fährt der so ein bisschen bei höheren Geschwindigkeiten geradeaus. Aber keine Ahnung, wo genau. So. Auf jeden Fall ein schönes Fahrzeug. Sieht auch optisch richtig cool aus. Da hat mir schon Spaß gemacht. So, jetzt haben wir hier einen Jeep Wrangler. Alter Schwede. Das Ding sieht ja mal... Ein Jeep Wrangler. Jurassic Park Jeep. Aber ist ein Jeep eigentlich. Das sieht mal echt gut aus. Radkasten passt, ja. Vorne auch schön, ne? Hier mit offenem Bereich. Seilwinde. Dann haben wir hier einen Bügel. Für einen Gerätebügel, so nennt man das meistens. Blinker an den Seiten, okay. Motorbissen kann man reingucken, okay. Trittbretter. Hinten Ersatzreifen, schön mittig. Hier ist ein bisschen leer. Ich weiß nicht, ob man da hätte irgendwas anderes machen können. Vielleicht noch einen Farbakzent setzt, zum Beispiel für ein Nummernschild oder so. Ich weiß es nicht. Aber hier sieht es ein bisschen leer aus. Motorhaube ist super geil geworden. Hm. Was ist das? Ah, der Ventilator, okay. Für meinen Geschmack vielleicht ein Tick zu breit, ein Tick zu wenig hoch, die Motorhaube jetzt, auf die Motorhaube bezogen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Sieht richtig geil aus, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ja, obwohl eigentlich passt. Ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht, ob... Ich würde ja sagen, ein halber Block ist zu wenig für die Breite, aber wie will man das machen? So, okay. Ich will sie nicht so richtig. Oh, die Sitze sind ja geil. Boah, cool. Auch hier so mit Handschuhen und so. Also die Sitze sind mal ultra. Innen und der Rest passen auch. So, mit 1 haben wir die Tür. 2 ist nicht verbunden. 3 haben wir Licht. Also Licht ist auch super cool. Super geil platziert alles. Okay, Bügel. Wahrscheinlich damit man besser aufstehen kann. Radio. Ah, das 8 und 7 und 8 sind Blinker. Oh, die sind nicht synchron, das ist ein bisschen schade. Aber macht jetzt nicht so viel. Okay, weiches Fahrwerk. Sehr weiches Fahrwerk. Mit dem kann man schon tanzen. Geschwindigkeit super geil. Das ist ein Jeep, kein Sportauto. Finde ich richtig cool. Das muss nicht immer volle Leistung sein, ne? Und dann nicht mehr kontrollierbar. Nein, das hier ist super. Vorne, was ist das für ein Rohr, das da so leer läuft? Sieht ein bisschen komisch aus, dass da so ein Rohr links und rechts ins Nichts geht. Ne, einwandfrei. Ein sehr schönes Fahrzeug mit vielen Details. Sieht super cool aus, sogar mit Katalysator und Endschalldämpfer. Klasse. Ne, wirklich sehr, sehr, sehr schönes Auto. Vielleicht ein bisschen zu weich, aber... Das wäre jetzt so, naja. Dafür ist er im Gelände schön. Cool. Schönes Auto. Gefällt mir. Ausgezeichnet. Ah, dafür ist die Stange hier, weil der 5-mal ist. Ne? Das kommt mal ein bisschen schwierig raus. So, jetzt haben wir einen Panzer. Ja, also die Räder, das sind, glaube ich, definitiv mein Entwurf. Aber das macht ja nichts. Und zwar habe ich mal so Ketten gebaut. Und die sollten federn können. Ne? Also hier jeder Reifen hier... kann federn, also das ist wirklich total flexibel.
Und wenn man wirklich sehr guten Bodenkontakt hat. So, jetzt schauen wir mal. Hier geht's wohl rein. Ach, cool. So eine kleine Mini-Spackgun. Ach, cool. Ah, Lenkung mit Thrustern gemacht? Ja gut, kann man machen. Leckt halt wie Sau. Ist vielleicht auch nicht das Schönste vom Lenken her, aber... funktioniert gut. Wie funktioniert der Turm oben? Haben wir dann noch einen Sitz irgendwo? Da. Okay, nee. Ah, hier. Boah! Die Mod ist ja mal cool mit der Bombe hier, mit der Ding hier. Oh, ein bisschen spackt, ja, aber das macht nichts. Obwohl doch, das nervt. Ach, da kommen ganz viele raus. Okay, dann ziehen wir mal hier richtig schön. Bam! Bam! Ja, very nice. Sehr cool. Mit Ladeverzögerung, sehr schön. Die ist, glaube ich, hier. Eine sehr coole Kreation, also doch, ist sie gut gelungen. Kann auch ein bisschen innen gucken. Ah, hier, das ist die Ladeverzögerung. Hey, das ist... Gewehr. Ist die Ladeverzögerung? Ach, das sind mehrere Dinger in einem drin. Aha. Funktioniert denn das? Da ist dann eine 1? Hat man mit der 1 gefeuert? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. So. Ja. Ah, hier ist ein Timer, oder? Kann das sein? Ah ja, hier ist, glaube ich, der... Ist das ein Timer? Ne, ist ein Logik-Gate. Ist da irgendwo ein Timer oder so? Ich kann den gar nicht anklicken. Naja gut, irgendwie wird das schon so laufen. Nee, eigentlich ein sehr schönes Fahrzeug, sehr cool geworden. Also man kann ja auch mit dem Fahrzeug richtig geil über Dinge drüber fahren hier. Mit diesen Ketten. Das ist schon lustig. Sieht schon geil aus. Ja, liebe Leute! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall ist, ein Like da lassen. Morgen einschalten. 800. Folge unbedingt angucken. Special. So ein bisschen. Nicht übertrieben, aber ein bisschen special. Also, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüssi.